Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr diesen Kirschperlenring machen könnt. Und dann würde ich auch schon sagen, los geht's! Dafür braucht ihr weiße Perlen, bunte Perlen, ein Stück Draht und eventuell noch Zangen. Von den bunten Perlen werde ich mir jetzt erstmal zwei grüne und zwei rote Perlen raussuchen. Hier fange ich jetzt an, die zwei roten und die zwei grünen Perlen aufzufädeln. Jetzt geht ihr mit dem Ende, was bei den grünen Perlen rauskommt, durch die zwei roten Perlen und zieht das Ganze fest, so dass eine Kirsche entsteht. Danach habe ich das Ganze umgedreht und sechs weiße Perlen aufgefädelt. Und hier seht ihr nochmal in ein bisschen schneller, wie ich die Kirsche nochmal gemacht habe. Und jetzt mache ich das Ganze so lange, bis es mir an einem meiner Finger passt. So sieht das Ganze jetzt aus. Die zwei Enden habe ich dann zusammengedreht und dieses Ende abgeschnitten. Und hier habe ich nur noch das überstehende Ende so lange herumgewickelt, bis es kurz genug war und ich es dann abschneiden konnte. Das Ende habe ich dann mit einer Zange nur noch platt gedrückt, damit es nicht kratzt. So sieht der Ring am Ende aus. Ich finde, er ist eigentlich sehr hübsch geworden. Falls ihr so etwas mit anderen Mustern sehen wollt, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, damit ihr keins meiner weiteren Videos mehr verpasst. Und dann würde ich euch schon sagen, bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!